Hallo Leute, hier ist wieder LA9717 mit Anno 2070 und meinem Projekt Mega Eco C. Und jetzt werden wir natürlich dieses Projekt mal fortsetzen. Und worum es in diesem Video jetzt geht, ganz einfach, jetzt kommt die gute alte Pasta von Italien. Dabei lasst ihr nicht zu lange die Sonne auf den Bauch scheinen. Okay. Also, jetzt brauche ich einen. Ne, ich nehme direkt lieber beide Cargo-Liner. Soll das alles denn auch Platz finden? Cargo-Liner, la la la. Nein, so viel brauchen wir jetzt auch wieder nicht. Ein Schläppchen in der Hängematte. Okay, 50-50-50. Dann machen wir es lieber so. Nimmst das. Du nimmst das. So, und dann nimmt der nochmal 50 Tonnen Werkzeug. Dann baut der nicht dann das Tor. Aber zuerst muss ich mir natürlich mal wieder eine Insel aussuchen. Na supi. Also für Pasta. Warte mal, was braucht man eigentlich für Pasta? Hartweizen und Gemüse und natürlich auch noch Fußballplatz. Die Insel soll natürlich auch schön groß sein. Hartweizen und Gemüse. Die Insel nehme ich mal direkt. Und was haben wir hier? Ach, eine Inform haben wir auch noch. Wunderschön. Direkt diese Insel nehme ich direkt. Let's go. Ach, welche Insel war das jetzt? Die hier, glaube ich. Ja, es war die. Jo, jeden Formal. Die Dinge sehen eigentlich auch ganz okay aus. Na, du bist mir ja eine große Hilfe. Was hast du denn? Hä? Was hab ich denn da jetzt wieder falsch gemacht? Diana motzt und motzt und motzt. Kann er über nichts nach auch nur die egal. Firma unterstützt ihre Bemühungen neue. Danke. Ja, was erstmal erobern wir mal schön die Inseln. Vor allem erstmal hier diese Flussbauplätze benötigen wir auf jeden Fall. Ja, jetzt muss ich mal wieder in meinen guten alten Heft reinschauen, aber zuerst bauen wir mal ein paar Offshore-Windräder. Die sind nämlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, wie ihr seht, jetzt fehlen mir wieder ja, stimmt, ich habe ja noch schon Nachschub. Aber kein Werkzeug mehr. Machen wir einfach mal hoch und tada. Ey, wieso funktioniert der Trick nicht? Ah, jetzt funktioniert er. Ja, ich glaube, ich muss mal hier wieder Werkzeug holen. Und zwar sehr, sehr dringend. Komm, fahrt ihr den Ball mal wieder dahin. Ich glaube, die Energie wird ja erstmal so reichen. Hoffe ich mal. Wie viel Kohle habe ich? Ah, fast 80.000. Das ist schön. Das ist schön. Nein, die Bäume brauche ich jetzt hier in diesem Part auch ganz garantiert nicht. Ich produziere ja hier auf dieser Insel ganz garantiert kein Holz. Da ist schon mal 100% sicher. Okay, ich gebe zu, ich singe schrecklich. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stöbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Werkzeug. So, und dann nimmst du noch schön Bauzellen mit. Bevor hier das auch noch alles schön leer geht.
Die Offshore-Windräder sehen einfach nur geil aus. Und vor allem bringen sie auf jeden Fall viel, viel mehr als die normalen Windräder. Die wir hier auch gerade sehen mit einem sehr, sehr kleinen Umfang durch diese beiden Items. Wie ihr seht, über Bettsetrotor und elektronische Reihe Rotorsteuerung. Hier ist es. Da ist die multifaktale Anlagenpositionierung und der Darius-Rotor, den braucht man aber zweimal. Was ist das andere Schiff? Hallo, anderes Schiff? Nein, genau, an der falschen Insel ist er jetzt. Ja, und außerdem hat er noch Werkzeug dabei, das passt ja. Musik, wo ist die Musik? Ich sehe nur noch, ich höre nur noch Vögel. Okay. Ja, bauen wir erstmal die auch noch mal kurz mal aus. Mit hoch. Tada. So. Was bauen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Das ist jetzt die Frage. Bauen wir erstmal Weizen an. Dann hilft auch schon mal natürlich die Schnellstraße. Und liebe Seth, was sagst du jetzt? Also erstmal das hier. Ne, da kommt eine Gemüsefarm hin. Registriere steigende Fruchtbarkeit. So, und wie willst du das jetzt haben? Willst du es so haben? Wartet mal. Also ich habe das im Moment noch nie gemacht, deswegen muss ich hier noch ein bisschen tüfteln. Oh Mann, wieso dreht es sich jetzt die ganze Zeit so rum? Ein Moment. Nein, was eben doch richtig rum. Nein! Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Sorry Leute, das muss halt einfach mal sein. Auf jeden Fall so, da ist wieder dieses Feld falsch. Oh Mann, ich Trottel. So, jetzt aber. Ha, endlich. Aber bitte anders. Oh Mann, was dreht er sich jetzt nicht mehr um? Das hasse ich. Wo soll denn sonst noch ein Feld hin? Ich habe jetzt 4. Oh Mann, Mamia. Ist das kompliziert? Den habe ich. Ah, da kommt er hin. Ah. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nie gemacht. In der Zukunft wird es besser, das garantiere ich euch. Noch eine Gemüsefarm. Stimmt das? 1, 2, 3, 4. Von wo an? 1, 2, 3, 4, doch 4, also 1, 2, 3, 4, ist 1 zu lang. So, wie will der das jetzt haben? So rum, einmal umdrehen, einmal, nein, andersrum, andersrum. Zweimal. Das mit dem Umdrehen, das kann
so zu nerven. Wirklich. 3, 4 und 5. So, jetzt hat mir erstmal Gemüse schon mal geschafft. Es war aber nur der erste Schritt. So, wie viele Straßen kommen da jetzt? Ein Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lange. Jetzt kommt direkt die Weizenproduktion dahin und dahin. So, und da wird, kommt der Weg aus. Wird der Weg auch so lange? Dann macht er noch einen ganz, ganz kleinen Knick. Aber nur hier so einen kleinen Weg. So, jetzt. Gott, was sind das denn für Monsterfelder? Kommen wir jetzt einfach nicht nach Plan. Nee. Eins, zwei, drei, vier. Hoffentlich sitzt das jetzt. Nein, eben nicht. Muss man leider Gottes dieses Feld wieder abreißen. Das dann hinbauen. Denn du kommst dann einfach hier hin. So, Ende. Nee, Moment mal. Es gibt ja nur vier Felder. Nein! Okay, ich nicht schaue es mir schon mal viel, viel besser an. Das verspreche ich euch. So, jetzt kommen diese Dinger dahin. Wie viel bauen wir? 1, 2, 3. Ich nehme an, das ist, glaube ich, nicht so reich von der Weizenproduktion. Deswegen müssen wir es leider Gottes nochmal so bauen. Zuerst kommen nochmal die Dinger dahin, aber die können es mal sich ausruhen. Jetzt kommt der ganze Mist nur nochmal. Super, das kann jetzt wieder lange dauern. Ich versuche diesmal keinen Fehler zu machen, aber das ist eher mehr sehr, sehr unwahrscheinlich, dass so das dann passieren wird. Ineffizient. Ja, Bauzellen, keine Waren verfügbar. Bauzellenproduktion funktioniert mal wieder nicht, ganz einfach. Es sind wieder zu viele Tonnen auf meiner... Also sind wir zu viele Tonnen Bauzellen auf meiner Hauptinsel. Die könnte ich theoretisch verkaufen, mache ich aber noch nicht. Kein Bock drauf. Erstmal versuche ich das hier mal richtig zu machen. Und das hoffe ich jetzt auch mal, dass es jetzt mal richtig wird. So, jetzt mal schnell klick. Nein. Erstmal nehme ich jetzt schon wieder falsch. Meine kleine Eselsbrücke. Dreh ich mal bitte um. Dreh ich schon wieder nicht um. Jetzt schon wieder nicht. Ah, jetzt. Machen wir es einfach so und so. Dann so. Wartet. Aha. Schon besser als am Anfang. Nee. Da habe ich schon wieder das falsch gemacht. Ich habe jetzt einfach nicht mal auf den Heck drauf geguckt. Das ist die Strafe dafür. Es kann jetzt auch wieder nicht stimmen. Supi. Es war schon wieder derselbe Fehler wie eben. Mhm. Ja, wenigstens ist die Musik jetzt nochmal da. So, Gemüse hätten wir da schon mal geschafft.
Noch mal wie... Ah, nein, wie viele Felder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel brauchen wir? 6, ne? Probieren wir es einfach mal aus. Oh, ich glaube, das ist so gleich dieses Mal. So, die brauchen diesmal nur 4 Felder, das habe ich mir jetzt gemerkt. Nein, du bist wieder falsch rum. Ach du Schande, dieses Video wird so schon ewig lange dauern. Ich hoffe mal, dass ich diesmal wieder keinen Cut machen muss. Wie bei dem Mimokost oder so. Bin ich mal gespannt, was wohl aus den Bio-Drinks wird. Ich glaube, es wird auch so ewig dauern. Wie gesagt, ich mache das alles hier mit dem Heft zum ersten Mal. Ich bin halt kein Profi da drin. Warum will ich jetzt einfach hier hin? So, jetzt bauen wir das und da fehlt mir wieder Werkzeug. Hab Nachschub. Ja, eine ganze Menge sogar. So, wie viel mal haben wir das jetzt? Erstmal gucken, ob das hier alles so läuft. Oh, der hat gar keine Straße. Ist natürlich nicht gerade so toll. Mal gucken, kriegt ihr jetzt Rohstoffe? Eine Tonne, drei Tonnen. Nee, ich glaube, wir machen das noch einmal. Vorsichtshalber. So. Aufgestiegen. Könntest dich nützlich machen. Okay. Aber wir machen erstmal hier die Pasta zu Ende. Zum Glück gibt es bei dieser kleinen Aufgabe kein Zeitlimit. Warte mal, bauen wir da auch noch mal schnell eine Straße hin? Jetzt kommt hier meine Eselsbrücke. Handelsroute ineffizient. Oh, keine Waren verfügbar. Die und ihre Handelsroute ineffizient. Aber wieder bitte umdrehen. Nein, ich hatte es gerade. So. Perfekt, perfekt. Du kommst. Nein, anders wieder. Zack und zack. Beim Gemüse hätte ich schon mal keinen Fehler. Ein neuer Weltrekord. Kommt. Nein. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. Schade. Ich hatte Großes mit Ihnen vor. Sorry, ich brauche kein Eisen. Mal überlegen. So. Aber hoffentlich klappt das jetzt. Ja. Juhu. Das muss gefeiert werden. Ich habe es bis jetzt ohne Fehler geschafft. Mal schauen, ob ich es noch weiter ohne Fehler schaffe. Och, Mama Mia, die und ihre Böen. Ich sag das Wort jetzt lieber nicht. Diesen Felder.
Na, supi. Leider habe ich es nicht geschafft. Und das mag wohl schon das vierte Feld sein. Und jetzt nur noch zwei wieder von diesen Dinger bauen. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. 3 Tonnen, 4 Tonnen, 4 Tonnen, das sitzt auf jeden Fall. Die legen wir nur mal kurz vor stillen. So, das Ganze kannst du jetzt wieder verkaufen, da bei mir eh wieder kein Platz ist. Oh, Atomglas sind übrig geblieben. Sehr, sehr viel. So, damit hättet ihr schon mal die Pasta-Produktion überlebt, falls ihr das überhaupt ganz angeguckt habt. Falls ihr es ganz angeguckt habt, da hat ihr starke, starke Nerven. Weil das... Also schon Wahnsinn, wie lange ich jetzt dafür wieder gebraucht habe. Na, ist auch zum ersten Mal. Da darf man halt auch ein bisschen länger brauchen. Hoffe ich mal, dass ihr das akzeptiert. Stimmt, ich muss ja wieder ein neues Handelsschiff bauen. Nein, das sieht gerade kacke aus. So, neues Handelsschiff. Ja, ich benutze immer noch die kleinen. Keine Ahnung warum. Zugabe! Aber das mit dem Balkon, das finde ich erstmal geil, dass die alle so verbunden sind. Also, Wahnsinn. Schön. Wer wird wohl siegen? Ich glaube immer der hier. Der hat doch viel weniger Zeug dabei. Die Organisation dankt. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. 1440. Sehr fortschrittlich gedacht. Wir sind uns also einig. Fahrzeug fertiggestellt. So, wie heißt das Ding jetzt? Okay. So, das ist die Pasta-Insel. Pasta, Pasta, Pasta. Nein, wieder falscher Knopf. Ausladen. Ausladen. Und nochmal ausladen. Und dann nehmen wir dieses komische Schiff, das irgendwie voll einen komischen Namen hat. So, jetzt dürft ihr auch... Jetzt dürfen die auch, denke ich mal, ein bisschen produzieren. Und ich hoffe, dass jetzt hier alles so funktioniert. Wo ist das komische Schiff? Da ist es. Aber anscheinend funktioniert es überall. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier aufnehme. Ich schätze mal so 20 oder 25 Minuten, schätze ich. Aber so genau kann ich jetzt auch wieder nicht sagen. 6 Tonnen. Naja, Achtung, nicht gerade Produktionsstillstand. Besser gesagt, das ist sehr, sehr wenig, finde ich. Ja, komm, die fangen auch erstmal gerade an zu produzieren. Also warten wir erstmal noch mal ein bisschen. Moment mal, dürfen die eigentlich das schon essen? Nie, ne? Gut. Wollte ich schon gerade sagen. Denn im nächsten Part kommt nämlich eines der schlimmsten Produktionen für mich. Vor allem zu bauen, ist das schon horrorhaft. Und zwar, wie heißen die Bio-Drinks? Das wird für mich ein horrorhafter Part. Also, das kann sein, dass es wie verdammt ewig dauert. Oh, 3 Schiffe warten. Wie sieht das eigentlich alles hier so aus? Trotzdem, es bleibt immer alles oben. Das finde ich toll. Und heute haben sie hier jetzt schon so 12 Tonnen. Na, um eine Weltstadt zu errichten, brauche ich noch Zehntausende von diesen Dingern. Und auf jeden Fall wird da hier schon mal die ganze Insel voll sein. Aber
Also das ist hart. 18 Tonnen. Okay. Gibt's eigentlich noch so andere Ökobilanzgebäude? Nee, leider nein. Komm, die Arbeiter dürfen ja auch noch ein bisschen aufsteigen. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Ja, ich habe es schon gemerkt. So, da kommt die Post dann hier wohl hier oben hin. Oh nee, wenn wir Glas raus tun, das sieht so mit verdumm aus. So, da anscheinend wollen da ganz schön viele Leute auch sein. Das Leben kann so schön sein. Ja, das Leben ist auch schön. Außer die Schule, die ist horrorhaft. Da würden mir jeder einzelne Schüler mir zustimmen, die Schule ist horrorhaft. Für einen langen Spaziergang. Ich hasse die Schule wie die Pest. Schule ist langweilig, Schule ist zum Kotzen. Vor allem Deutsch. Deutsch ist das schlimmste Fach der Welt für mich. So einen unnötigen Driss, den braucht man eh nicht im Leben. So, nur noch diese vier Häuser. Und das war's dann auch schon. Ist das nicht herrlich hier? Ja, hier ist es herrlich. Das Leben kann so schön sein. So. Das waren die letzten Gebäude, die jetzt in diesem Part aufsteigen. So, liebe Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich glaube, es wird dann der 9. Part. Glaube ich, sicher bin ich mir nicht. Aber ich freue mich schon drauf auf die dumme, ja, ist das normal? Ich freue mich auf jeden Fall nicht auf die Bio-Drinks. Das wird ein Horror-Part für mich. Das wird nämlich auch schon der nächste Part sein. So, liebe Leute, dann sehen wir uns dann wohl im nächsten Part. Auf Wiedersehen, euer LA 90 717.